Hallo meine Lieben, ich war jetzt gerade in der Messe in einem Altersheim. Ich stehe jetzt noch auf dem Gelände des Altersheims und bin total bewegt von dieser Vergänglichkeit. Das sind lauter Menschen, die haben ihr Leben gelebt und die sind jetzt sozusagen, wie soll ich sagen, die sind ganz reif und manche sind schon dement und manche sind völlig hinfällig, aber sie geben mir einen sehr schönen Spiegel von der Endlichkeit des Menschen und damit zeigen sie auf, dass unsere perfektionistische Zeit des Leistungsfanatismus, dass wir da völlig falsch liegen. Der Mensch ist nicht wertvoll, weil er leistet, sondern der Mensch ist wertvoll, weil er ist. Ich zeige euch kurz das Altersheim. Ist das nicht schön? Das ist der Altbau, das ist der Neubau. Gut. Eine Geschmackssache, aber jedenfalls, was mich immer wieder bewegt, ist gemeinsam mit diesen Menschen da zu beten und zu feiern und ganz ruhig zu werden. Es geht um Ruhe. Hier herrscht einfach keine Hektik mehr und hier geht es auch nicht darum, dass ich blamiert oder nicht. Der Priester hat einen Fehler gemacht heute. Das wurde halt moniert und er hat es korrigiert, ohne jegliche Anzeichen von Peinlichkeit oder so. Also hier ist Platz für Fehler. Das tut wirklich gut. Manchmal habe ich die Fantasie, das darf ich meiner Frau gar nicht sagen. Also sie weiß es, aber sie hört es nicht gerne, dass ich hier mal, wenn ich 95 bin, Heimbewohner werde und niemanden zur Last falle. Aber das lasst sie natürlich nicht zu. Aber irgendwie fände ich das schön. Oder dieses, was weiß ich, die letzte Station. Hier hat sehr lange eine ganz alte Frau am Ende der Messe ist sie hingegangen oder hat sich hingeschleppt fast zur Orgel und hat noch ein Stück gespielt, immer dasselbe Stück mit einer Hand, also eine einstimmige Melodie, immer dasselbe nach jeder Messe. Das geht mir jetzt sehr ab, weil seit ein paar Wochen macht sie es nicht mehr. Und der Priester hat mir gesagt, sie kann auch nicht mehr. Also sie ist fast 100. Und das war diese Melodie so fehlerhaft und so, wie soll ich sagen, so imperfekt, das war unheimlich berührend, weil es einfach unsere Bemühung zeigt, etwas Schönes herzustellen, aber gleichzeitig unsere Mangelhaftigkeit. Wir kriegen es halt nicht ganz hin. Und so sind wir alle, nur wir Jüngeren kaschieren das halt noch sehr. Also Mut zur Imperfektion, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich hier rausgehe. Und ich glaube, ich habe einmal schon so ein Video gedreht und habe euch das, aber das war vor vielen Jahren und mir geht es heute noch genauso. Und deswegen wollte ich es noch einmal sagen, Imperfektionstoleranz, Aushalten des Imperfekten. Wir müssen nicht eine gute Figur machen überall. Wir müssen nicht Höchstleistungen vollbringen. Es reicht, dass wir sind und es reicht, dass wir ja in der Messe mitfeiern, dabei sind, beten, zusammen sind, uns gegenseitig beglücken und bestärken. Wir müssen nicht immer perfekt sein. Herzliche Grüße, euer Raphael Bonelli.